Unnütze Altäre. Hebräer Kapitel 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Vor einigen Jahren war ich einmal für ein paar Stunden in Köln und dort auch im berühmten Dom. Im Inneren sah ich an einer Wand eine Tafel mit folgender Inschrift. Da stand: An dieser Stelle wurden die Gebeine derjenigen bestattet, die durch die Jahrhunderte ihr Begräbnis im Dom gesucht hatten, in der Hoffnung, durch die Nähe zu den Altären am Ende aller Tage eine begnadete Auferstehung zu finden. Gott sei ihren Seelen gnädig. Anno Domini 2000. Das hat mich irgendwie betroffen gemacht. Ich fragte mich, wie kann man als Kind Gottes seine Hoffnung auf einen Altar aus Stein setzen? Und nur, weil man dort begraben wurde, im Gegensatz zu anderen Menschen, denen das nicht zuteil wurde, sich nun im Vorteil zu wähnen, in der Gunst und Gnade Gottes? Waren das überhaupt Kinder Gottes, muss man sich da fragen. Das passt nicht in mein Glaubensverständnis hinein. Was ist das für eine Herzenshaltung, die dahinter steckt? Die Israeliten bauten zur Zeit Hoseas überall dort Altäre, wo es ihnen am besten gefallen hat und wo der meiste Reichtum zu finden war. Aber ihr Herz war falsch. Hosea 10, 1-4. Ihr Reichtum hatte sie verblendet und sie hatten keinen Respekt vor Gott. Die Wohnung Gottes bei den Menschen sind keine Altäre oder Tempel. Apostelgeschichte 7,48. Der Tempel des Allerhöchsten sind die Kinder Gottes selbst. 1. Korinther 3,16. Und wer im Frieden Gottes stirbt, der wird am Ende aller Tage auferstehen, von den Toten, ganz egal, wo, wann und wie er begraben wurde. Und es wird uns dann so vorkommen, als ob es nur ein kleiner Moment gewesen ist. Egal, ob wir vor 5000 Jahren oder vor 5 Minuten gestorben sind. Jesus ist der Erste und der Letzte, das A und das O. Darum sollen wir uns nicht fürchten. Offenbarung 1,17-18. Er war tot und ist wieder von den Toten auferstanden. Und er hat alles in seinen Händen. Tod und Auferstehung. Unsere Hoffnung ist lebendig durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Gott ist barmherzig, 1. Petrus 13, und Liebe ist stärker als der Tod, Hohelied 8,6. William MacDonald schreibt dazu, zu diesem Text, zu diesem Hintergrund, folgendes in seinem Bibelkommentar. Ich zitiere: Unter dem Opfersystem wurden bestimmte Tiere geschlachtet und ihr Blut durch den hohen Priester ins Allerheiligste für die Sünde hineingetragen. Die Leiber dieser Tiere wurden an einen Platz außerhalb der Stiftshütte gebracht und verbrannt. Außerhalb des Lagers bedeutet außerhalb des Zaunes, der den Vorhof der Stiftshütte umschloss. Die Tiere, die außerhalb des Lagers verbrannt wurden, waren ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Er wurde außerhalb der Stadtmauern Jerusalems gekreuzigt. Er war außerhalb des organisierten Judentums, das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte. Die Anwendung für die Hebräer war, dass sie eine klare Trennung gegenüber dem Judentum vollzogen haben und vollziehen sollten. Sie sollten sich von den Tempelopfern wegwenden und sich zu dem vollendeten Werk des Herrn Jesus hinwenden, dessen eigenes Opfer ausreicht. Die Anwendung ist für uns ähnlich. Das Lager ist heute das gesamte religiöse System, das Erlösung durch Werke, durch Charaktereigenschaften, durch Rituale oder Vorschriften verheißt. Es ist das moderne Kirchensystem mit seiner von Menschen eingesetzten Priesterschaft, seinen materiellen Anbetungsgegenständen und seinen liturgischen Fallen. Es ist ein verdorbenes Christentum, eine Gemeinde ohne Christus. Der Herr Jesus ist außerhalb und wir sollten zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen. Jerusalem war
den Herzen derer lieb und heilig, die im Tempel dienten. Es war das geografische Zentrum ihres Lagers. Der Christ hat keine solche Stadt hier auf Erden. Sein Herz sehnt sich nach der himmlischen Stadt, dem neuen Jerusalem, wo das Lamm in all seiner Herrlichkeit wohnt. Soweit William MacDonald. Gott segne euch.